Zurück! Oh, verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Flotter, Sora! Meister Isos Haus. Mein Powerwerkzeug muss hier sein. Samurai! Jemand benutzt das Werkzeug des Meisters. Meister Iso. Er lebt. Hinsige Mut. Ich bin nicht
Hirja Gorpe! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen, zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Warum denkt ihr, dass eine Statue für Kublai Khan wichtiger ist als eure Familie? Oder euer Volk? Familie und Nationen schwinden und sterben. Doch die zarten Kurven von Kanons Fingern, die trotzige Haltung eines Steinkriegers mitten im Schlag, sie sind ewig. Wir können Familie und Kunst vereinbaren. Ein Samurai dient nur einem Herrn. Dasselbe gilt für einen Künstler. Das ist eine traurige Weltanschauung. Die Welt ist ein trauriger Ort. Ich liebe meinen Sohn. Doch ich diene meiner... Hier lang. Runter. Keinen Laut. Mein Sohn. Leise. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn.